Genau, die nächste Gruppe beschäftigt sich mit einem irdischeren Problem, nämlich dem des Pipi-Machens. Das ist die Gruppe Woklo. Catchy Name auf jeden Fall schon mal. Genau, ich übergebe einfach direkt an euch, denn ich weiß, dass ihr euch auch schon gut mit dem Intro vorbereitet habt. Also gerne einmal vorstellen und dann ab geht's. Genau, also toll, dass ihr alle da seid. Ich bin Anastasios, das ist Marius. Drüben ist Tuxa, leider ist sie gerade aus gesundheitlichen Gründen nicht da. Trotzdem aber erstmal ein Danke, dass ihr hier wart. Ich habe ein Problem und zwar Freitag wollte ich natürlich zu Jugendhakt in Mannheim ganz, ganz viel Spaß haben, ganz viele neue Leute kennenlernen, aber ich habe ein Problem, beziehungsweise hatte dann ein ganz, ganz großes Problem. Ich stand da plötzlich am Mannheimer Hauptbahnhof, aber ich musste irgendwie Pipi. Und das ist ja blöd, weil es gibt kaum öffentliche Toiletten. Beziehungsweise ich bin erst mit 10 Minuten herumgerannt, um überhaupt eine öffentliche Toilette zu finden. Dann bin ich wieder zurückgerannt, bin ich hingerannt, dann habe ich eine andere Toilette gefunden. Und dann bin ich eigentlich gleich zum Forum gelaufen. Aber trotzdem, ich glaube, das Problem haben wir alle, dass wir eine Toilette suchen, aber keine haben. Und besonders für Leute, die eine Darmkrankheit haben, Morbus Crohn zum Beispiel, oder auch Leute, die zum Beispiel gehbehindert sind, ist das unfassbar schade, weil die Chance, eine öffentliche Toilette zu finden, ist schon sehr, sehr klein. Aber dann noch eine rollstuhlgerechte Toilette zu finden, Endzone. Genau, deshalb stellt sich die Frage, wo Klo? Das ist unser Projekt, genau. Und hier bei dem Zeitpunkt soll dann unser Projekt helfen. Und zwar haben wir eine interaktive Karte als Webseite, auf der man alle öffentlichen Toiletten im Umkreis sehen kann. Als Daten haben wir erstmal als Grundlage OpenStreetMaps benutzt. Da haben wir die Karte her und auch die Daten, wo denn sich die Klos befinden. Fürs Frontend haben wir HTML, CSS und JavaScript benutzt, mit noch Leaflet zur Kartendarstellung. Genau. Und im Backend haben wir Node.js mit TypeScript und Express als API. Dann haben wir auch noch Git benutzt zum Projekt verwalten und auch noch Kanban und Nix, mit denen wir auch noch, die uns geholfen haben. Jetzt kommen wir zur Live-Demo. Das hier ist unsere Webseite. Man kann hier sehen, bisschen schwer zu erkennen, aber hier sind überall Klos eingezeichnet. Man kann auf das draufklicken. Und genau, dann kann man hier zu Google Maps gehen damit. Ah, genau. Hier sieht man, das war eigentlich so, man sieht die Nummer der Toilette. Man kann hier auch sehen, dadurch, dass es rot ist, ist es keine rollstuhlgerechte Toilette. Und das Zeichen hier am Rand bedeutet auch noch, dass man, dass sie kostenlos ist. Man kann hier zu Google Maps gehen. Dann wird man weitergeleitet und kann die direkt dahin führen lassen. Genau, man kann hier wieder zurück zur Karte gehen. Man kann hier einfach sich ein bisschen bewegen. Rauszoomen, reinzoomen. Hier oben kann man sich zentrieren auf der Karte. Hier ist genau das Forum in der Mitte. Es gibt auch halt andere Toiletten hier. Die hier, genau, da muss man auch, die ist auch nicht rollstuhlgerecht und man muss nicht bezahlen. Ich schaue mal, ob ich noch eine andere finde. Die hier. Genau, hier sieht man, dadurch, dass es schwarz ist, die ist rollstuhlgerecht. Allerdings ist sie auch kostenpflichtig. Genau, auf der Karte haben wir sonst hier noch Einstellungen, dass man direkt nach rollstuhlgerechten oder auch All-Gender-Toiletten filtern kann. Später soll man auch Karten runterladen können, das geht jetzt gerade noch nicht. Und das war's auch schon. Genau. Also erstmal sind wir überraschenderweise relativ weit gekommen, aber natürlich, ich glaube, ich habe es auch eben gerade gesehen beim Download unten, wir haben ganz, ganz viel, was wir noch machen könnten. Klar, nicht jeder hat die ganze Zeit einen stabilen Internetzugang, natürlich wäre es irgendwie cool, dass ich irgendwie am Tag davor meine Stadt auswählen könnte und einen Umkreis von so 20 Kilometern und sagen, ja, lad mir mal einfach die Toiletten herunter, damit ich für morgen was habe. Und was natürlich auch cool wäre, wäre zu filtern, weil besonders für Leute, die eben in einer gewissen Weise beschränkt sind durch Gehbehinderung oder ähnliches, haben ja noch mehr ein Problem, um extra Toiletten rauszufiltern. Genau.
Aber ich glaube, allein schon im Projekt kann man ein ganz, ganz großes Fazit ziehen, weil auf die Toilette gehen ist ein menschliches Bedürfnis. Jeder von uns sollte das dürfen. Und vielleicht schaffen wir es, über dieses Projekt da auch ein bisschen Awareness reinzubekommen, dass jeder einfach so auf die Toilette gehen darf, egal wo der Ort ist, egal wann. Genau. Aber trotzdem, bevor wir uns bedanken, wollen wir uns erstmal ganz, ganz stark an Moja da drüben bedanken dafür, dass wir so krass viel Hilfe bekommen haben über die 2 Tage. Das war auf jeden Fall krass. Genau. Danke euch.